Und da sind wir auch wieder bei Dead Space. Ups. Für mich ohne Pause. Weil ich mache jetzt hier eine etwas längere Aufnahmesession, damit ich ein bisschen mehr hochladen kann. So, der liegt hier immer noch, der Kollege. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob uns das Ding zerreißt, wenn wir hier an der Wand entlang gehen. Lalala. Na, die Antwort war wohl nein. Du hast nichts gedroppt. Geh von meinem Schuh runter. Wie gesagt, an die Dinger sollten wir nicht reinlaufen. Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Wow. Irgendwie bezweifle ich, dass das... Well, okay sein. Hast du irgendwas für mich fallen lassen? Nein? Ihr seid hier nicht gerade spendabel. Übrigens ist es besser, wenn man einen Schritt zu weit von den Dingern weggeht, als viel zu knapp dran vorbeizulaufen. Weil die Dinger sind gerne mal so ein bisschen verbuggt, dass sie einen trotzdem mitnehmen. Ich habe euch schon gehört. Komm. Zeig mir deine hübschen kleinen Tentakel, Baby. Also bitte mal sterben. Danke. Credits nehme ich. Könntest du bitte... Danke, Isaac. Das hört sich nach einem Brood an. Eins dieser großen Viecher von gerade. Obwohl, nee. Das könnte auch was anderes sein. Dieses Labyrinth ist hier nicht ohne Grund. Oder doch? Mal auf den Boden gucken. Es gibt nämlich auch Platten, die erst kaputt gehen, wenn man auf sie drauf tritt. Uiuiuiui! Oh mein Gott, hast du mich erschreckt! Isaac, wie wär's mit Nachladen? Isaac? Isaac! Isaac! Du lebst immer noch? Alter, Isaac! Jag mir doch nicht so einen Schrecken ein und lad doch einfach nach! Holy moly! Aber das da will ich mitnehmen. Jawohl. Ich glaube, ich benutze es auch schon bei Gelegenheit. Da war ich mir nie wirklich sicher. Man kann sie nicht abschneiden, genau. Man musste sie, glaube ich. Und zurück. Schiffssysteme auf Verteilerkasten umgeleitet. Ich mache Fortschritte mit dem Pyraster. Eine der Kanonen bereitet mir Kopfzerbrechen. So, weiter. Eine der Kanonen, hä?
Oh Gott, ey. Ich frage mich nur, wer oder was in so ein riesiges Ding mutiert. That's what she said. Aha. Wir hören die Geräusche alle, nicht wahr? Und das hier ist zum Beispiel eine der Sachen, die ich gemeint habe. Ich glaube zwar nicht, dass die kaputt geht, wenn man drauf tritt, aber... Ja, ja, ist ja gut. Ich glaube, das ist einer dieser Boomer. Wir hören es. Holy Ficker Moly! Holy meine Güte, wo kamst du denn her? Ah, da! Searching Rescue? Rettungstruppe, Aufi! Dieses Piepsen überall. Okay, das war, glaube ich, das erste, was wir machen mussten. Jetzt noch zwei weitere. Weil einen Aufzug gibt es auf jeden Fall noch. Und ich glaube, für den anderen müssten wir... Was war noch mit dem anderen? Oder ich glaube, auf dem nächsten sind zwei. Wir müssen nur jeweils in andere Richtungen gehen. Aber wir werden es ja sehen. Ich habe das Spiel nicht mehr wirklich im Kopf. Wie man vielleicht merkt. Und der Große ist despawned. Und jetzt geht es los. Okay, jetzt will ich mir erstmal einen Überblick über unsere Feinde verschaffen. Aus diesem Grund suche ich mir eine Ecke. Hi. Du gehst down. Okay, wir haben es, glaube ich, hauptsächlich mit diesen Kriechern zu tun. Isaac. Isaac, nachladen. Oh! Oi. Hau ab! Ich will jetzt nicht knutschen! Ich hasse diese Dinger. Ich hasse jeden Nekromant. Aber die sind mir dann doch ziemlich die schlimmsten. Ripper Munition. So, wir haben gerade eine Menge Leben verloren. Mich wundert auch, warum... Okay, das sieht komisch aus mit dem Rücken. Mich wundert auch, warum Isaac nicht nachlädt, wenn ich es ihm sage. Naja, wurscht. So, da haben wir die Laserkanone als Schemata. Wundervoll. Inventar. Wir möchten die Ripperklingen verkaufen. Und ich möchte noch ein Medipack mitnehmen. Und das war's. Munition müssten wir eigentlich genug finden. Auch wenn es gerade ziemlich rar ist. Was mich selbst so ein bisschen wundert, wenn ich ehrlich bin.
Wir haben nichts mehr fallen lassen. Jetzt mussten wir zum anderen Aufzug, ne? Jetzt mussten wir zu dem Aufzug, ne? Ja. Ja, ja. Oh, stimmt ja, da hinten lag ja noch was. Habe ich jetzt alles aufgesammelt hier in dem Raum? Nein, habe ich nicht. Hier liegt noch so viel Munition. Ausgezeichnet. Das lobe ich mir. Was ist das? Irgendwas Komisches, was ich nicht anfassen will. Liegt hier noch was? Negativ. Nein. Auf der Seite auch nicht mehr. So, gut, dann gehen wir jetzt hier rein. Als ob wir eine andere Wahl hätten. Als ob! Oh, dann war das so. Okay, Ebene 2 sind wir gerade. Also gehen wir hoch. Gehen wir erst hoch oder runter? Wir gehen erst runter. Hör mal zu, Isaac. Ich bin die medizinischen Berichte durchgegangen. Diese Dinger sind sowas wie Biorekombinatoren. Sie nehmen totes Gewebe, absorbieren es und formen es neu. Eine Iteration scheint den einzigen Zweck zu haben, Leichen zu infizieren. Die anderen, naja, bringen Leichen dazu, wieder andere zu infizieren. Und dieses Gewebe, das wir überall an den Wänden gesehen haben, scheint auch dazu zu gehören. Laut eines Berichts, den ich gefunden habe, ist das ein Habitatwandler. Okay, ich habe nicht wirklich verstanden, worum es ging, aber wir sind halt ziemlich am Ende, wenn die Dinger uns umbringen, weil sie uns ganz schnell verwandeln können. Positive Communication, das habe ich verstanden, sehr gut. Kommunikation ist sehr wichtig. Ach so, das Zeug hat sie gemeint. Jetzt weiß ich, was sie mit dem Zeug an den Wänden gemeint hat. Na, ganz toll. Ich hoffe, das Ding hat sich ins Weltall verpisst. Ich habe hier doch gerade was fliegen sehen. War nicht etwas, was ich hätte aufnehmen können? Nein, scheinbar nicht. Wo müssen wir hin? Natürlich müssen wir da lang, dann gehen wir es hier rein. Mach zu die Tür. Ende des Vakuums. Wir haben erst zwei Knotenpunkte, ja, aber wir könnten... Wir könnten noch einen Punkt eben schnell verdienen, was ist mit meinem Hals los? Wir könnten einen Punkt noch eben schnell in die TP stecken. Wunderbar. Was ist hinter mir? Nichts, gut. Ich sollte meine Stase mal wieder auffüllen. Eintritt Vakuum. Hing hier was an der Wand? Ne, ich dachte schon. Das Ding ist scheinbar aus. Ende des Vakuums. So, Abbauverwaltung. Nur für autorisiertes Personal. So geht's scheinbar auch. Oh mein Gott, wo kommst du denn her? Holy! Hast du mich erschreckt? Die halten mir viel zu viel aus. Und vielleicht sollten wir endlich mal doch unseren Plasma-Cutter upgraden. Das war leider etwas zu viel Damage, den sie gefressen haben. Das war reine Munitionsverschwendung gerade. Wow. Okay. Okay, da wird eh da lang müssen. Gehen wir jetzt hier rein. Was ist hier passiert? Hat hier ein Holländer übernachtet? Der war schlecht und ich schäme mich schon dafür.
Damn Light Effects. Ah, guck mal hier. Yep, überbrücken bitte. Was auch immer hier drin ist, ich kann es gebrauchen. Was haben wir hier? Ein Schema? Nein, ein Halbleiter Gold. Nice. Alles her damit, alles her damit. So, dann holen wir uns hier noch einen Knotenpunkt raus. Keiner drin, schade. Hätte ja sein können. Wobei, nee, die für Knotenpunkte sehen anders aus, die Dinger. Ah, Moment, was sagt die Uhr? Ah, noch Zeit. Dieser Sticker schwebt in der Luft. Seht ihr das? Oh nein. Ich hab's gehört, allerdings zeigt sich das Ding noch nicht. Okay, schauen wir mal, was ich darauf zugehe, bevor es sich zeigt. Na komm. Aha, da hinten ist es doch. Warte, das haben wir. Nein, die Reichweite reicht leider nicht. Okay. Okay. Okay, dann ebenso. Habe ich nichts gegen, ehrlich gesagt. Und da haben wir das nächste. Energiezufuhr zum AAS hergestellt. Kontrollsysteme über Verteilerkästen. Ah, ich hab's da hinten schon gesehen. Nein! Oh nein, nein, nein. Ich muss das Ding schnellstmöglich loswerden. Nein, 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 du lebst immer noch! Vergiss es! Stirb! Gott! Das war heftig! Ich hasse diese Teile! Okay. Ich habe keine Medipacks mehr, ne? Oh doch, ich hab... Oh, nice. Ich habe sogar noch richtig viele Medipacks. Waren das jetzt 3 Stück von den Dingern? Isaac, bitte nachladen, so viel wie du hast. Was sagt die Munition vom Flammenwerfer? Alles aufgebraucht, hä? Okay. Okay, aber das war dann hier der Part. Ich weiß, das Ding sieht aus, als ob es aus ist, aber ich will es lieber nicht riskieren. Da die Teile auch im Vakuum existieren können, muss man auch, wenn man ins Vakuum geht, ein wenig aufpassen. Also ins Weltall. Ins Weltall für diejenigen, die es nicht wissen, das Weltall ist ein riesiges Vakuum, bla 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 bla.
Ich bin da falsch, um das zu erklären. Ich habe davon selbst nicht sonderlich viel Ahnung. Okay, Speicherstation zur rechten Zeit. Wundervoll. Okay, wundervoll, wundervoll. Ich liebe dieses Wort, wundervoll. Im Moment klappt es ziemlich gut. Bis auf die Tatsache, dass wir gerade ziemlich viele Medipacks eingebüßt haben. Aber naja, das müssen wir mitleben. Ja. Wir sehen uns im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Baba.